Die Deutsche Gesellschaft für Amerikastudien feiert in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum. Sie wurde 1953 gegründet als eine interdisziplinäre Fachgesellschaft für Amerikaforschung. Unter ihrem Dach forschen Historiker, Politikwissenschaftler, Literatur- und Kulturwissenschaftler, Geografen und auch Fachdidaktiker und beschäftigen sich mit allem, was die USA in einem globalen Kontext betrifft. Die Deutsche Gesellschaft für Amerikastudien hat über 1000 Mitglieder. Sie ist der größte Fachverband für Amerikaforschung außerhalb der USA. Sie ist international sehr weit aufgestellt, kooperiert sehr eng mit unseren Partnern in den USA selbst und in Europa. Sie ist eine sehr junge, eine sehr dynamische Gesellschaft. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir nicht nur die Fachvertreter an den Universitäten, sondern auch sehr viele Studierende und Doktoranden zu unseren Mitgliedern zählen können. Die Tagung in Tutzing steht in einer langen Tradition der sogenannten Historikertagungen. Die verschiedenen Teile der Deutschen Gesellschaft für Amerikastudien, die Historiker, die Politikwissenschaftler, die Kulturwissenschaftler, haben neben der Jahrestagung der DGFA eine Regionaltagung, die seit vielen Jahren hier in Tutzing am Starnberger See stattfindet, zu jeweils aktuellen Themen, die die Historiker umtreiben, die aber natürlich für die Gesellschaft insgesamt von Relevanz ist. Diese Tagung findet in Kooperation mit der US-Botschaft in Berlin statt und widmet sich in diesem Jahr dem Thema der visuellen Kulturen der USA.